denn alle vier bisherigen Sonntagsspiele unter Jes Torup hat der FC Augsburg gewonnen. Und wann ist das Spiel zwischen Augsburg und Köln? Am Mittwoch. Spieltag Nummer 27 in der Bundesliga und der wird überstrahlt vom hellen Stern des Klassikers. Bayern empfängt den BVB und darauf gehen wir in einem gesonderten Video ein mit dem Weltmeister, mit Jürgen Kohler. Und die restlichen Spiele, die analysieren wir hier wie immer ausführlich und wie immer auch mit Marcello. Hallo Marcel. Einen wunderschönen guten Morgen, Carsten. Und du siehst schon anhand meines Lächelns, ich bin gleich aus zweierlei Hinsicht sehr positiv gestimmt und froh. Erstens geht es endlich wieder weiter in der Bundesliga. Die entscheidende Phase steht an. Und zweitens, ich höre dich heute wieder deutlich besser als am letzten Sonntag. Ja, das wundert mich eigentlich, dass du kein gelbes Trikot anhast. Aber das machen wir ein andermal, das Thema wieder auf. Jetzt bitte deine Auswertung. Genau, da gucken wir dann in die Zeit vor der Länderspielpause, in den 26. Spieltag. 10 abgegebene Tipps, 6 davon waren tatsächlich richtig. Das heißt, ein sehr ordentlicher Spieltag unter dem Strich. Auch die ein oder andere höhere Quote, die ich getroffen habe, sodass es dann unter dem Strich ein Plus, das seht ihr jetzt hier in der zweiten Grafik, von 6,42 war. Das heißt, ich setze die ganz gute Serie in der Bundesliga fort. Zuletzt waren es nur ganz wenige Spieltage, in denen ich mal ins Minus geraten bin. Ansonsten meistens im Plus gewesen bei 9 bzw. 10 abgegebenen Tipps. Deswegen bin ich da doch sehr zufrieden und hoffe, dass ich auch im Saisonendspurt dieses Niveau einigermaßen beibehalten kann. Wir beginnen gleich im Lände. Also eine schwäbische Auseinandersetzung zwischen dem VfB Stuttgart und Heidenheim. Ja, interessant vor allen Dingen, weil wir da zwei Trainerköpfe haben, die spannend sind. Sebastian Hoeneß ist gerade erst verlängert auch beim VfB und Frank Schmidt, der ja praktisch schon Ewigkeiten, eine Generation diesen Verein und vor allen Dingen dann jetzt auch dieses Team leitet. Sehen wir da eine Überraschung? Ich glaube, Carsten, tatsächlich nicht, dass wir da eine Überraschung sehen, auch wenn man natürlich nochmal in das Hinspiel zurückschauen muss. Damals gab es ein 2:0 für Heidenheim zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das heißt, die Heidenheimer könnten jetzt das erste Bundesliga-Team in der laufenden Saison überhaupt werden, das in beiden Spielen, also in Hin- und Rückrunde gegen Stuttgart, punktet. Das muss man auf jeden Fall erstmal wissen. Ansonsten glaube ich, wie gesagt, nicht an die Überraschung, weil Stuttgart einfach zu konstant ist, zu stabil ist, ein zu, ja, überzeugenden Fußballspiel, so viel Selbstvertrauen hat, so im Flow ist, dass ich da nicht glaube, dass Heidenheim da etwas Zählbares mitnehmen wird. Klar ist, Stuttgart hat 22 von möglichen 24 Punkten aus den letzten 8 Spielen geholt, also 7 Siege, 1 Unentschieden. In den letzten 8 Heimspielen gab es 6 Siege, 2 Unentschieden, auch das ist eine ganz hervorragende Bilanz. Und dann sprechen wir, Carsten, natürlich über das magische Dreieck. Ja, nicht über Elba, Balakow und Bobic, sondern über Gerassi, Führich und Undav. Die bringen es mittlerweile schon auf 43 Tore. Übrigens damals das magische Dreieck 96, 97, Balakow, Elba und Bobic hatte 49 Tore nach 34 Spieltagen. Das heißt, das können sie durchaus noch schaffen. Bin sehr überzeugt davon, dass sie es sogar schaffen werden. Und deswegen gehe ich hier auf jeden Fall auf den VfB Stuttgart und sage, Stuttgart gewinnt dieses Heimspiel gegen Heidenheim mit mindestens 2 Toren Vorsprung. Also Stuttgart minus 1, 1,78 die Quote und 3 Units mein Einsatz. Ostern steht vor der Tür und was kann man da am besten gebrauchen, außer natürlich Ostereier? Cash. Und hier ist die Lösung. Registriere dich bei predictor.wettbasis.com, tippe die aktuelle Runde und kassiere tolle Cashpreise. Und auf einmal sehen wir den FC Augsburg, wenn wir auf die Tabelle schauen, auf Platz 7. Ja, normalerweise immer zu diesem Zeitpunkt der Saison noch im Abstiegskampf verwickelt. Das hat sich grundlegend geändert und das muss man natürlich sagen, dass das schon auch zusammen mit dem VfB Stuttgart bemerkenswert ist in dieser Saison. Jetzt spielen sie gegen den ersten FC Köln und die Kölner müssen ordentlich rudern, dass sie irgendwie noch das rettende Ufer erreichen. Du sagst es, Carsten, durch den Mainzer Erfolg am letzten Spieltag ist Köln wieder auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. Das heißt, es wird ganz, ganz eng. Und was die Augsburger angeht, bin ich voll bei dir. Sicherlich eine der positiven Überraschungen der laufenden Saison. Speziell in der Rückrunde sind sie bislang richtig gut unterwegs, haben von ihren 9 Spielen in der Rückrunde 5 gewonnen. Also die Bilanz steht bei 5 Siegen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Besser als die Bayern in der Rückrundentabelle. Absolut, ja. Rückrundentabelle Augsburg Position 4.
Das ist wirklich aller Ehren wert. Zuletzt haben sie sogar 4-mal in Folge gewonnen in der Bundesliga. Und mehr als 4 Bundesliga-Folge gab es allerdings noch nie für die Fuggerstädter im deutschen Oberhaus. Das heißt, es konnte jetzt ein neuer Rekord eingestellt werden. Der Erfolg hängt natürlich auch eng mit der Personalie Jes Toew zusammen, der Trainer. Denn der hat vor allen Dingen eine sehr, sehr gute Sonntagsbilanz, Carsten. Ich weiß, du hältst nicht viel von solchen Statistiken. Ich bringe es aber einfach mal mit in die Diskussion rein. Denn alle 4 bisherigen Sonntagsspiele unter Jes Toew hat der FC Augsburg gewonnen. Und wann ist das Spiel zwischen Augsburg und Köln? Am Mittwoch. Nein, leider falsch. 0 Punkte. Bei Vollmond am Mittwoch. Ja, nein. Es ist am Sonntag. Und pass auf, Carsten. Ich bin da übrigens. Ich bin Zeitzeuge. Ich bin da. Kein Problem. Da freue ich mich für dich. Wird sicherlich ein Spiel, in dem eher wenige Tore fallen, aufgrund der Kölner, die mit 20 Toren nach wie vor die schwächste Offensive der Bundesliga stellen. Auch wenn sie zuletzt mal 3 Tore in Gladbach gemacht haben, bleibt das nach wie vor so ein bisschen die Schwachstelle der Kölner, die Offensive. Und hinzu kommt jetzt noch, dass die Auswärtsbilanz der Kölner zuletzt wieder deutlich nachgelassen hat. Anfangs blieben sie unter Timo Schulz 3-mal in Folge noch ungeschlagen in der Fremde. Zuletzt gab es allerdings wieder Niederlagen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass Augsburg sich hier durchsetzen wird, wenn gleich man sagen muss, Demirovic wird fehlen. Ja, der wichtigste Augsburg-Angreifer wird gesperrt fehlen. Und dann wird es, denke ich, eher ein knappes, zähes Match, trotzdem mit dem besseren Ausgang für den FCA. Und deswegen lautet mein Tipp: Sieg Augsburg und unter 4,5 Tore zu einer Quote von 2,07 bei 2 Units als Einsatz. Bayer Leverkusen steht in der Pole Position und zwar in einer komfortablen Pole Position. Jetzt müssen sie das Rennen nur noch zu Ende bringen. 10 Punkte Vorsprung auf die Bayern, jetzt das Heimspiel gegen Hoffenheim. Ja, und Hoffenheim hat mehr als 50 Gegentore schon. Ja, 26 Spiele, das heißt fast einen Gegentorschnitt von 2 pro Match. Das ist too much. Absolut. Alles spricht in diesem Duell für Leverkusen. Wirklich alles. Ja, ich fange mal an. Seit dem Hoffenheimer Aufstieg 2008, 2009 hat Leverkusen gegen keinen anderen Bundesligisten mehr Siege gefeiert als gegen Hoffenheim. Hinzu kommt, dass Leverkusen inzwischen schon seit 38 Pflichtspielen ungeschlagen ist. Darüber hinaus hat noch nie eine Mannschaft einen 10-Punkte-Vorsprung an den letzten 7 Tagen verspielt als Tabellenführer gegenüber dem ärgsten Verfolger. Auch das spricht für die Meisterschaft der Leverkusener. Und dann kommt natürlich noch die Formschwäche der Hoffenheimer hinzu. Ja, die haben gerade mal 2 ihrer letzten 12 Matches gewonnen. 10 Punkte geholt in diesem Zeitraum. Zum Vergleich, Leverkusen steht in den vergangenen 12 Spielen bei 34 Punkten. Also fast oder mehr als 3-mal so viele Punkte haben sie geholt in den letzten 12 Spielen. Hinzu kommt, dass mit John Anthony Brooks weiterhin der Abwehrchef gesperrt ausfallen wird. Und dementsprechend bin ich auf jeden Fall bei Leverkusen. Mein erster Tipp lautet Halbzeit 1, Endstand 1 in Verbindung mit über 2,5 Toren. Das heißt, Leverkusen führt bereits zur Halbzeit. Leverkusen gewinnt das Spiel und es fallen noch mindestens 3 Tore im Spielverlauf. Dafür bekommen wir eine Quote von 2,0 bei 2 Units als Einsatz. Und mein zweiter Tipp bezieht sich dann auf den Kollegen Florian Wirtz, der ja eine super Länderspielpause hinter sich hat, sein erstes Länderspieltor erzielen konnte nach 8 Sekunden gegen Frankreich. Und das ist übrigens keine Seltenheit, dass Florian Wirtz derart früh in einem Spiel trifft, denn bereits am 26. Spieltag war es nach 2 Minuten der Fall, dass Florian Wirtz getroffen hat. Und auch im Hinspiel gegen Hoffenheim hat er schon nach 8 Minuten sein Tor erzielt. Deswegen mein zweiter Tipp, Florian Wirtz erzielt mindestens ein Tor, eine sehr respektable Quote von 3,0, wo ich dann nochmal mit einer Unit draufgehe. Oliver Minzlaff war vor einigen Tagen in Leipzig und hat der Mannschaft eine Ansage gemacht. Freunde, ihr müsst in die Champions League kommen, das ist ganz wichtig. Oliver Minzlaff war früher verantwortlich für RB Leipzig, jetzt ist er Chef von Red Bull. Also aktuell der 5. Platz, der ist nicht zufriedenstellend und jetzt spielen sie gegen Mainz 05. Carsten, ich glaube, dass Leipzig nach diesem 27. Spieltag wieder einen der ersten 4 Plätze belegen wird. Warum? Das könnt ihr euch in unserem anderen Video anhören zu Dortmund gegen Bayern, Bayern gegen Dortmund am Samstagabend, ja, mit Jürgen Kohler. Da werde ich nämlich eher pro Bayern gehen, so viel sei schon mal vorweg gesagt. Deswegen hat Leipzig mit einem Heimsieg auf jeden Fall die Chance, dann Platz gut zu machen. Ich gehe auch felsenfest davon aus, dass das gelingen wird, den Leipzigern gegen Mainz. Wenn gleich man sagen muss, Mainz hat sich im letzten Jahr so ein bisschen als Angstgegner entpuppt für die Leipziger. Mainz hat nur eines der letzten 6 Bundesligaspiele gegen Leipzig verloren. Die letzten beiden Bundesliga-Duelle, unter anderem auch in der Hinrunde, haben die Mainzer sogar gewinnen können. Deswegen, da muss man auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht walten lassen. Trotzdem gilt unter dem Strich, dass Mainz auswärts natürlich ganz, ganz schlecht unterwegs ist. Mittlerweile seit 17 Bundesligaspielen nicht mehr gewonnen. Dementsprechend auch in der kompletten laufenden Saison ohne Auswärtssieg. Sie sind doch das auswärts schwächste Team der Fußball-Bundesliga.
Und sie haben erst 6 Punkte überhaupt in der Fremde geholt. Deswegen schon klare Favoritenrolle zugunsten der Leipziger, wenngleich man aufpassen muss auf die Mainzer. Ja, zuletzt gab es den Sieg gegen Bochum, durch den man eben auf Platz 16 gesprungen ist. Jonathan Burkhardt, Doppeltorschütze, auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler bei den Mainzern. Allgemein haben die Mainzer in 7 aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen immer mindestens ein Tor erzielt. Und zumindest das traue ich ihnen auch am Samstagnachmittag in der Zentralstadt zu. Und deswegen lautet mein Tipp, beide treffen. Und es fallen mindestens 3 Tore. Diese Kombination ergibt eine 2-10 in der Spitze, wo ich dann sogar mit 3 Units diesmal sehr selbstbewusst draufgehe. In der Zentralstadt, also das ist auch ein wunderbarer Ausdruck für Leipzig, Zentralstadt. Ja, das werde ich mir jetzt hier nochmal notieren. Wir machen aber weiter mit Frankfurt. Das ist eine Stadt in Hessen und da kennt sich Marcello noch besser aus. Frankfurt als Gastgeber für Union Berlin und Union Berlin hat sich durch defensive Stabilität ja so ein bisschen vom Abstiegskampf verabschiedet. Ja, Carsten, ich habe mal die Quoten gecheckt dafür, dass mindestens 27 Spieler ausrutschen in diesem Spiel. Ja, und die war bei 1,10. Das heißt sehr gering, 85% Wahrscheinlichkeit. Du weißt, worauf ich anspiele. Es war sehr seifig beim Länderspiel gegen die Niederlande. Ja, Musiala war eher so der Norbert Schramm, der Eiskunstläufer da auf dem Geläuf. Ja. Ja, ich zitiere Steffen Freund, Jamal Musiala ist auf Kleidschuhen unterwegs. Ja. Aber nein, der Platz ist natürlich alles andere als gut. Könnte eher Union Berlin in die Karten spielen, weil sie natürlich kämpferisch eine ganz unbequeme, eklige Mannschaft sind. Allerdings spricht ansonsten sehr viel für die Frankfurter. Die Frankfurter haben nicht nur die letzten 3 Heimspiele gegen Union Berlin allesamt siegreich gestaltet, sie haben auch nur eines der letzten 22 Bundesliga-Heimspiele überhaupt verloren. Das heißt, zu Hause sind die Frankfurter wirklich gut unterwegs. Aber Vorsicht ist trotzdem geboten, denn Union spielt bislang eine wirklich gute Rückrunde, haben bereits 14 Punkte gesammelt in der Rückrunde, das heißt schon jetzt genauso viele Punkte wie in der gesamten Hinrunde und sie haben Jorbe Vertessen. Wer ist das? Winterrückzugang von der PSV aus Eindhoven und er hat voll eingeschlagen, ja, 3 Scorerpunkte hört sich gar nicht so viel an, aber er ist damit der absolute Topscorer seiner Mannschaft in der Rückrunde und mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem Abschluss kann auf jeden Fall auch den Frankfurter gefährlich werden. Trotzdem sage ich unter dem Strich, weil Union Berlin bislang alle 9 Duelle gegen Top 6 Teams in der Bundesliga verloren hat, bei einem Torverhältnis von 2-24, wird auch Frankfurt diese Serie weiterführen und dieses Spiel gewinnen. 2,02 Sieg Eintracht Frankfurt, 2 Units als Einsatz. Und jetzt sind wir bei der Abschiedstournee von Christian Streich. Ja, er hat angekündigt, ich höre auf als Coach beim Sportclub Freiburg. Das ist natürlich eine Zeitenwende. Schön, dass auch schon klar ist, dass Julian Schuster sein Nachfolger wird. Auf jeden Fall ist der erste Auftritt der Freiburger auswärts nach dieser Ankündigung. Sie reisen nach Gladbach. Ja, das war für mich die traurigste Nachricht in dieser Länderspielpause, dass Christian Streich nächstes Jahr nicht mehr Bundesliga-Trainer sein wird. Übrigens an der Stelle richtig mal herzliche Grüße aus und ein kleines Angebot. Ich würde sehr gerne mit Christian Streicher einen Podcast erstellen, Carsten. Wenn du auch noch dabei sein willst, dann gerne. Ich glaube, wir sind in Dreierkombination, wäre ganz lustig auf jeden Fall. Ja, ansonsten die Freiburger, ja, aus Europa League sind sie ausgeschieden. In der Bundesliga hinken sie so ein bisschen den eigenen Ansprüchen vielleicht hinterher. Wird ganz, ganz schwer, noch in den Europapokal einzuziehen. Aber trotzdem sehe ich sie in Gladbach nicht chancenlos. Ganz im Gegenteil. Gladbach ist ja eine Mannschaft, die schon 27 Punkte nach Führung verspielt hat. Bereits in 11 Spielen, also in 11 von 26 Spielen, hat Gladbach eine Führung verspielt. Und wie wir wissen, die Freiburger sind Mentalitätsmonster. Die kommen ganz gerne mal aus dem Rückstand zurück. Dann läuft es wirklich gut. Innerhalb der Mannschaft funktioniert das richtig gut. Und zudem muss man eben wissen, Freiburg hat keines der letzten 5 Spiele gegen Gladbach verloren. Deswegen haue ich hier mal eine kleine Überraschung ein. Sage, Freiburg gewinnt in Mönchengladbach und das Ganze aber auf dem Zweiwegmarkt. Das heißt, im Fall eines Unentschiedens gäbe es den Einsatz zurück. Draw no bet 2 ist mein Tipp, 2,12 ist die Quote und 2 Units der Einsatz. Ralf Hasenhüttl ist zurück in der Bundesliga. Ja, der war ja Trainer bei RB Leipzig, dann in der Premier League bei den Saints, bei Southampton. Und jetzt hat er von Niko Kovac in Wolfsburg übernommen. Nicht ohne seinen Sohn übrigens. Wir haben ja in der zweiten Liga auch immer Dardai und Söhne. Jetzt haben wir Hasenhüttl und Sohn. Der ist dann allerdings nicht Spieler, sondern Trainer. Und das Ganze ist natürlich schon auch eine herzhafte Aufgabe, die er hat. Denn er muss die Wolfsburger rausholen aus dem Abstiegsschlamassel. Und das beginnt dann in Bremen. Vor allen Dingen muss er seiner Mannschaft erstmal wieder Selbstvertrauen vermitteln. Wolfsburg ist mittlerweile seit 11 Bundesligaspielen sieglos. Dementsprechend war es auch nur folgerichtig, dass Niko Kovac von seinen Aufgaben entbunden wurde.
Ralf Hasenhüttl ist ein super Nachfolger. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt an die Wolfsburger, dass sie sich ihn angeln konnten. Und ich glaube, die Wolfsburger werden jetzt einen Sprung nach oben machen, weil neuer Trainer, weil Lech Kahner eigentlich einiges hergibt. Und deswegen glaube ich auch, dass Wolfsburg hier in Bremen ganz gute Chancen haben wird. Bremen hat in den letzten 13 Spielen immer mindestens ein Tor erzielt und Wolfsburg hat in der Bundesliga gegen keinen anderen Verein mehr Tore erzielt als gegen Werder Bremen. Zudem muss man wissen, Hasenhüttl war auch schon zu Leipziger Zeiten jemand, der den Offensivfußball auf jeden Fall bevorzugt. Und ich glaube, dass man so ein bisschen ja, die Handbremse jetzt lösen könnte bei den Wolfsburgern. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir einige Tore zu sehen bekommen. Übrigens, auf Bremer Seite fehlen mit Weiser, Stage und Lienen gleich drei wichtige Leistungsträger, absolute Stammspieler, jeweils gesperrt. Das könnte auch wieder den Wolfsburgern in die Karten spielen. Deswegen sind hier für mich zwei Tipps möglich. Entweder man tippt wirklich auf einen guten, auf ein gutes Auswärtsergebnis der Wolfsburger oder aber wie in meinem Fall auf das über 2,5. Ich sage mindestens drei Treffer im Spielverlauf, 1,75 die Quote und drei Units mal Einsatz. Und dann haben wir zum Abschluss noch einen Abstiegskracher. Der VfL Bochum, ja, mittlerweile auch schon wieder ganz weit unten drin. Die empfangen Darmstadt 98. Gut, Darmstadt 98, schlechteste Rückrundenmannschaft, sind auch schon weit abgeschlagen. Aber vielleicht ist das so der letzte Anker, der geworfen werden kann in diesem Spiel vom Team von Thorsten Lieberknecht. Da müssen wir uns ja nichts vormachen, Carsten. Darmstadt ja, muss eigentlich schon dieses Spiel gewinnen, müssen drei Punkte holen in Bochum, überhaupt vielleicht nochmal ja, zu hoffen auf den Klassenerhalt. Klar ist aber auch, Bochum ist zu Hause natürlich eine Macht. Ja, auch wenn Bochum zuletzt viermal in Folge in der Bundesliga verloren hat, sehe ich sie in der Favoritenrolle, weil sie einfach eine extreme Heimstärke vorzuweisen haben, weil die Art, Fußball zu spielen, mit ihrer Mentalität, mit der Leidenschaft, mit vielen langen Bällen, zweiten Bällen einfach nicht jedem Gegner liegt. Und ich glaube auch, dass Darmstadt hier an Grenzen stoßen wird. Und ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, außer dass Darmstadt erst bei 13 Punkten steht. Torverhältnis minus 39, also Tordifferenz. Und die zweitschwächste Saison eines Bundesligisten überhaupt seit Einführung der Drei-Punkte-Regel spielt. Dementsprechend auf jeden Fall Vorteile bei den Bochumern. Aufpassen müssen die Bochumer allerdings auf Tim Skarke. Der spielt so ein bisschen ja, seine eigene Saison, hat schon 7 Saisontore erzielt für Darmstadt. Darmstädter ist dementsprechend auch ein Kandidat, um dann weiterzuziehen nach dieser Saison, um auf jeden Fall in der Bundesliga zu bleiben. Aber unter dem Strich sage ich wirklich, Bochum gewinnt am Sonntagabend um 19.30 Uhr dieses wichtige Heimspiel gegen Darmstadt. 1,70 ist hier die Quote und 4 Units beträgt mein Einsatz. Da geht er aber nochmal voll rein bei diesem letzten Spiel am 27. Spieltag, das wir hier besprechen. Hier ist die Übersicht der Tipps von Marcello. Und wie ihr wisst, er hat eine positive Bilanz auch am letzten Spieltag erwirtschaftet. Und der Hinweis, den Klassiker, also das Spiel Bayern gegen Borussia Dortmund, behandeln wir in einem Extra-Video mit unserem Gast, mit dem Weltmeister, mit Jürgen Kohler. Euch eine entspannte Woche, schöne Ostern und viel Erfolg.